Bist du ready? Mhm. Jetzt komme ich in den Rachen. Vielleicht musst du es doch auch selber machen. Nee. Hey zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Deine Nase, Entschuldigung. Meine Nase. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute eine Episode, die heiß werden wird und wir senden sie auch aus der Hitze Griechenlands. Da sind wir nämlich gerade im Urlaub. Ich schwenke einmal die Kamera rum, dann könnt ihr mal sehen, wie das hinter der Kamera aussieht. Das ist die Lulu. Und wo ist die Lilly? Lilly. Ja. Genau, hat man so halb gesehen. Und dann schwenken wir wieder zurück. Fee soll ich auch mal zeigen. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Also ich versuche mal Fee zu zeigen. Die ist nämlich auch am Start. Sieht man die jetzt hier? Das ist Fee. Gut. Und falls das dein allererstes Video ist, was du auf dem Kanal siehst, würde ich sagen, stellen wir uns erstmal ganz kurz vor. Mein Name ist Frederik Hagott. Ich bin CEO und Gründer von Body Change, Unternehmer. Und versuche hier auf dem Kanal Woche für Woche Themen zu behandeln, die all diejenigen spannend finden, die Lust haben, das zu tun, was sie wirklich lieben im Leben. Ich bin Julia Hagott, ich bin CFO von Body Change und Mutti von diesen beiden Zauberwesen hier und Frau von Frederik Hagott, der immer lustige Dinge tut, die ich meistens mitgehe. Und genau darüber wollen wir heute mal mit euch sprechen. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man sozusagen ein Unternehmen gemeinsam führt, wenn beide arbeiten und Familie haben? Wie ist das dann mit den Rollenaufteilungen? Wer macht was und warum eigentlich? Gerade weil sich das ja auch stark verändert hat und das auch für uns ja im Day-to-Day eine große Rolle spielt, wollen wir das heute mal behandeln. Freuen uns drauf. Ja. Hoffen, ihr habt auch Lust. Ihr habt auch Lust dazu und deswegen würde ich sagen, ja, let's go. Viel Spaß bei der heutigen Episode des Vlogs. Everybody trying to go, yeah, the party jumping off. And we putting on a show, trying to catch a vibe. We do this every time. Schaut mal her, wir haben heute was ganz Besonderes. Und zwar ist ein Kamerateam da von der ARD. Und die filmen eine Dokumentation über meine Großmutter, über die 101-Jährige. Und ich habe mir überlegt, ich filme die jetzt mal, wie die sie filmen. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Ja, guck mal mit. Schaut her. Da. Ganz geil, oder? Kommt irgendwann in der ARD. Aber das Leben von meiner Oma ist auch crazy. Insofern wundert es mich nicht, dass man das filmt, aber ja, da hinten passiert die Action. Vielleicht gucken wir nachher noch mal rein. Was macht Fee eigentlich? Fee! Also folgende Frage. Was macht eigentlich die Mama und was macht der Papa? Papa macht das. Schlechter Mama das Gute. Und was ist das genau? Papst macht das. Das Turze, so wie ich, und Mama das Lande, so wie Lulu. Ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe Angst davor. Musst du nicht. Ich glaube, ich werde nicht so gut wegkommen. Das kann man einfach nicht so machen, sondern wir müssen hier davor sitzen. Ja, genau. Auch weil wir müssen nah an diesem Fuschel hier sein. Hier drüber ist ein Tonfuschel. Für alle, die sich denken, der Ton, brillant, wo kommt das her? Hier drüber ist ein Tonfuschel. Also Julia, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal
jeder 30 Sekunden Zeit hat, um mal zu erzählen, was er eigentlich so macht. Ja, ich habe mich vorbereitet. Genau, ich nicht, aber ich weiß, was ich mache. Und dann hast du deine 30 Sekunden of Fame und dann bin ich dran, ja, und dann mache ich das Gleiche auch, okay. Ja. Weil es ja wichtig ist, dass ihr draußen versteht, was wir jeweils tun, ja, okay, also 30 Sekunden, ich gehe ein bisschen aus dem Bild, aber ich nehme die Zeit. Ich richte den Kindern Klamotten je nach Wetter, schaue, dass sie ihre Zahnspange und Brille anhaben, mache Essen, bringe die Kinder in die Kita und hole sie wieder ab. Auf dem Weg werden wir Fahrrad fahren, mache Termine zum Impfen und beim Augenarzt, bin bei Elternabenden und in allen Kita-WhatsApp-Gruppen dabei, damit wir auch Geschenke organisieren. Formulare zur Einschulung und andere Dinge, organisiere Schultüten, räume am Tag bestimmt 100-mal Dinge an ihren Platz. Führe Einkaufslisten, die ich mehrmals am Tag beschreibe und gehe einkaufen. Suche, beauftrage und bezahle Babysitter und Putzfrau. Kaufe Kinderklamotten in größeren Größen ziemlich regelmäßig. Gehe mit den Kindern auch mal einen Blumenstrauß pflücken, wenn der Hund raus muss. Am Tag wasche ich 2 Waschmaschinen. Repariere Einhörner und Gartentürchen. Im Garten pflanze ich Gurken und Kartoffeln und Salat. Hänge Weihnachtsbeleuchtung auf und ab. Und ich arbeite 8 Stunden am Tag und verantworte die Finanzen von Bodychange. Ich gehe mit dem Hund spazieren und auch mal zum Tierarzt. Ich lese den Kindern Gute-Nacht-Geschichten vor und gehe am Wochenende mit ihnen in die Badewanne. Und bin Geschäftsführer von Bodychange und führe die Firma. So, jetzt habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung, wie bei uns die Rollenverteilung aussieht. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Warum ist die so und warum haben wir das so aufgeteilt? Und vorneweg, es ist ganz bestimmt, also unsere Rollenverteilung ist ganz bestimmt kein Role Model und nicht jedem zu empfehlen. Kein Vorbild? Nee. Ich würde aber tatsächlich später gerne darüber sprechen, warum wir die Rollen so verteilen. Mhm. Aber zuerst mal, das, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, was ich so mache, das ist ja Hausarbeit, Familienarbeit. Mhm. Im Gegensatz zur Erwerbsarbeit. Ja, also du machst ja beides, aber ja. Genau. Mhm. Und diese Haus- und Familienarbeit, die wird, glaube ich, total unterschätzt, vor allem von denjenigen, die sie nicht machen. Und da gibt es in den letzten Jahren Gott sei Dank eine Diskussion drüber und es gibt viele schlaue Menschen, die sich dazu ausdrücken. Da gibt es einen Begriff, der aufgekommen ist, der sich Mental Load nennt, den ich total spannend finde, weil der genau nämlich das ausdrückt, was die eigentliche Leistung ist. Also ich würde sogar gar nicht Mental Load, sondern Mental Superpower nennen. Das, was meistens die Frauen da leisten, wenn sie diese Familienarbeit machen. Nämlich das Krasse an dieser Arbeit ist die Fülle der Aufgaben. Es ist nicht eine Zahnpastatube kaufen und es ist nicht 2 Stunden lang mit Kindern Uno spielen oder mal am Wochenende die Kinder in die Badewanne stecken. Oder den Kopf in einmal Wasser. Ja, ja. Papa holt... Oh, wie kann man dafür nicht so rumfliegen? Papa holt frisches Wasser. Und dann legen wir los, ja? Dann geht's noch weiter. Weiter. Bist du schon ein bisschen aufgeregt, Lolo? Oh ja. Weißt du, wie viele Sekunden du gestern geschafft hast? 8. Wie viel willst du heute schaffen? 10. 10, das heißt 2 mehr als gestern? Ja. Das wäre schon ein großer Erfolg, oder? Ja. Puh, bin ich sehr gespannt. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Weg mit dem Schock. Guten Morgen. Ihr seid heute Teil einer Tradition bei den Harcourts. Und zwar, als ich Lulus Alter hatte, also so 6 Jahre, hat mein Großvater Didi in Griechenland jeden Morgen mit mir eine Sache gemacht, und zwar einen Eimer Wasser. Und ich musste zeigen, wie lange ich meinen Kopf unter Wasser halten kann. Und er hat gezählt. Und diese griechische Tradition setzen wir jetzt fort. Ja, Lolo macht das gleich jetzt auch. Und ich zähle dann, ja? Ja. Bist du bereit? Ja. Und auf die Plätze. Ja. Fertig. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow! Wuhu! Kaviane Süße! Weißt du, wie viele das waren? 12. 12. Ich würde mal sagen, bam! 12. Bam! Sondern das ist die Verantwortung,
Also das ist die Fülle der Themen. Wenn die Kinder hier sitzen mit einer Sonnenbrille und mit einem Badehut, dann haben sie das, weil ich ihnen das in der richtigen Größe gekauft habe, rechtzeitig vor dem Urlaub. Und ich habe es übrigens auch eingepackt. Mhm. Und das, also das ist ein kleiner Teil, aber das Problem von diesem Mental Load, das ist, dass man diese Fülle der Themen die ganze Zeit meistern muss und man kann auch gar nicht aussteigen. Also es ist 24/7, es ist nachts, es gibt keine Vertretungsregelung, weil wenn ich das nicht mache, dann macht es niemand. Also es ist in den meisten Partnerschaften, glaube ich, so, wenn der eine die Verantwortung übernommen hat für diese Familienarbeit, dann hat er diese Verantwortung und der andere führt dann vielleicht Tätigkeiten aus oder wird mal gebeten, mal aufzupassen auf die Kinder oder mal dies zu machen, aber er hat nicht diese Verantwortung. Und im Umkehrschluss, wenn man ein kleines Element von diesen Aufgaben verfehlt, dann ist das Ergebnis manchmal katastrophal. Wenn ich im Herbst vergesse, den Kindern eine warme Mütze in der Kita morgens hinzulegen, dann hole ich die nachmittags mit einer Schnupfennase ab und dann sind die eine Woche lang krank zu Hause. Und genau, also es ist diese Belastung, so eine große Verantwortung zu haben. Und das heißt, in meinen Augen ist es nicht eben, ist es nicht nichts so nebenher, sondern es ist eigentlich alles. Mhm. Also man macht alles. Deswegen nennst du mich auch immer Chief of Everything. Ja. Ja? Also es ist ganz lustig, das haben auch die Kinder schon übernommen. Ja, ich bin Chief of Everything zu Hause. Ja. Ich mache ja beides. Also ich mache Erwerbsarbeit und ich mache Haus- und Familienarbeit. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich auf jeden Fall für diese Haus- und Familienarbeit entscheiden, weil es für mich die größte und schönste und wertvollste Aufgabe ist, die ich jemals gemacht habe und die ich wahrscheinlich jemals machen werde, weil ich erschaffe eine Welt für unsere Kinder. Mhm. Jeden Tag. Ich erschaffe ein Zuhause und eine Basis und Bewusstsein und ein Wertegefüge und das ist wunderbar. Also das ist groß. Und damit hast du auf jeden Fall auf unser Mikrokosmos sozusagen gelegt mehr Impact, als ich es jetzt in der Firma habe, dadurch, dass du eine Welt erschaffst für unsere Kinder. Ja, aber witzig, du sagst es jetzt auch in unserem Mikrokosmos. Es ist ja eigentlich, schau, die Kinder, die sind das, was bleibt. Mhm. Die Kinder sind diejenigen, die auch rausgehen aus unserer Konstellation irgendwann. Und irgendwann gibt es uns gar nicht mehr. Mhm. Und dann gibt es diese Kinder, die dann Dinge tun. Und die können Dinge tun, weil sie darauf vorbereitet sind. Ja, weil sie einen guten Start hatten. Irgendwie. Ja, genau. Mhm. Ja. Was ich so schade finde, also warum ich es jetzt auch anspreche, wenn wir so tun, als wäre das nichts und auch jeder immer so tut im CV, auf LinkedIn, schreibt irgendjemand hin, ich war ein Jahr in Elternzeit oder 3 Jahre in Elternzeit. Bei mir sieht es so aus, als hätte ich ewig lang bei eBay gearbeitet, dabei war ich 2 Jahre davon in Elternzeit. Und man tut immer so, als wäre das gar nicht, weil es nicht geschätzt wird. Mhm. Aber es ist, also wenn du jetzt ein Projekt machen würdest in Uganda für die Weltbank, whatever, ein Jahr lang was aufbauen, dann würdest du das in deinen CV reinschreiben und du wärst stolz darauf und würdest es vorzeigen. Und ich finde, man sollte da stolz darauf sein. Also ich bin stolz drauf, dass ich das mache. Mhm. Wow. An alle Menschen da draußen, meistens die Muttis, die diesen Job machen, Hut ab. Wow. Yes. Ich sage ihr das viel zu selten, aber Julia macht einen Riesenjob. Und gerade in so einer Supermarktszene zeigt sich es wieder. Ich stürme hier einfach rein und habe von nichts eine Ahnung. Und sie hat alles auf Listen. Sie weiß, was wir wann, wieso kaufen müssen und brauchen. Und Papa hat nichts im Kopf. Ich denke dann, okay, Käse wäre doch nett und hol vielleicht einen Käse. Aber ja, wenn Julia nicht den Job machen würde, den sie macht, hätten wir nie das Richtige zu Hause. Für niemanden von uns. Dann lasst uns jetzt mal drüber sprechen, warum wir das jetzt so aufgeteilt haben, wie wir das aufgeteilt haben.
Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich hoffe, du stimmst überein, dass wir das jetzt nicht so aufgeteilt haben, weil du eine Frau und ich ein Mann bin, sondern in dem Teamgedanken wir uns tatsächlich die Frage gestellt haben, in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben und dann, als wir auch diesen Ausblick nach vorne gemacht haben, wer von uns kann eigentlich was besser? So, das heißt, wer kann auf welcher Position, wenn man jetzt sozusagen in so einem, keine Ahnung, Sportbeispiel agieren würde, wer kann auf welcher Position besser performen, um dann fürs Team insgesamt das bessere Ergebnis zu erzielen? Und da ist sozusagen dieser in unserer Außenbetrachtung herausgekommen, dass mein Talent sozusagen in der Fußballanalogie eher vorne im Sturm ist. Das heißt, ich bin derjenige, der nach vorne stürmt, der Tore schießt, der in irgendeiner Form nach vorne halt arbeitet, die Firma führt, neue Themen identifiziert, die uns als Firma, aber auch uns als Team nach vorne bringen. Aber ich bin extrem schlecht, die Bude sauber zu halten. Hinten dicht zu machen, zu gucken, dass wir nicht 6 Kisten reinkriegen, sozusagen. Und das haben wir relativ früh festgestellt und uns gesagt, dass wenn wir jeweils auf diesen Positionen unterwegs sind, dann funktioniert das gut. Aber da stand jetzt nicht die Frage im Vordergrund, Mann oder Frau, sondern... Nee, und also ja zu allem. Ich glaube, aber dass wir haben uns nicht am Anfang hingesetzt und uns gefragt und aufgeteilt, sondern das ist ja eine Sache, die sich über die Jahre entwickelt hat. Genau. Ja, also als wir als wir uns kennengelernt haben, waren wir ja beide in unseren Berufen etabliert. Genau. Mhm. Und auch ambitioniert und, ja. Und erfolgreich. Ja. Und dann kam das erste Kind und dann haben wir auch erstmal so weitergemacht und 3 Jahre lang mit Au-pair-Mädchen gearbeitet und irgendwie da versucht, uns das aufzuteilen. Mhm. Und dann habe ich erst gemerkt, wie wichtig ich meinen Input zu Hause finde. Mhm. Und habe mich dann dafür entschieden, mehr Zeit dem Thema zu allokieren. Wir haben dann auch nicht mehr mit Au-pair-Mädchen gearbeitet. Und ich habe das dann alles übernommen, weil ich das so wichtig, also weil ich das wollte, ja. Und weil ich das so wichtig finde. Von vornherein war mir auch nie klar, dass ich mal die Familienarbeit übernehmen würde. Mhm. Es ist nicht so, dass ich von vornherein wusste, dass ich daran aufgehen würde, sondern ich war der Sache sehr offen gegenüber. Ganz im Gegenteil, ich bin auch, bevor wir jetzt Kinder hatten, ich habe auch ganz viele Interessen, die Männer haben. Also wie gesagt, diese ganzen Reparatursachen. Mhm. Ich habe von meinem Papa alles gelernt. Ich habe eine Schlagbohrmaschine, ich habe einen Werkkeller, was du überhaupt nicht hast. Also das ist ja gar nicht klassisch Mann-Frau verteilt bei uns auch. Und jetzt ist es so, dass dadurch, dass wir das einschleifen und uns ernst nehmen und darüber sprechen, konnte sich das dann jetzt so einpendeln, dass ich das Gefühl habe, dass jeder auf der richtigen Position ist. Ja, bedeutet aber auch, wenn du einen anderen Typen kennengelernt hättest, der nicht so gnadenlos verwandelt da vorne wie ich. Der nicht so gnadenlos untalentiert ist zu Hause. Ja. Dann hätte das auch ganz anders ausgehen können. Ja, total. Und ganz klar ist auch, also wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass du unglaublich für unser Team performst, also wenn du jetzt deine Zeit damit verbringen würdest, Online-Poker zu spielen, während ich den ganzen Laden schmeiße, dann würde ich es dir um die Ohren hauen. Ja. Aber sofort. Dann würde ich auch deine Wäsche nicht waschen, das würde ich nicht machen. Also es fühlt sich so an, dass wir beide das Richtige tun. Mhm. Vielleicht verwenden das auch ganz viele Männer als Ausrede, dass sie das einfach nur nicht so gut können. Mhm. Nur mal kurz an dieser Stelle muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen, weil er ist echt hart unfähig zu Hause. Ja? Also kleine Anekdote aus unserem Single-Leben. Ich wusste das ja auch schon, bevor wir Kinder gemacht haben. Kleine Anekdote aus unserem Single-Leben, um euch das Ausmaß der Katastrophe zu beschreiben. Welche Geschichte kommt jetzt? So, warte. Wir haben mal in einer Wohnung gewohnt, in der 2. Etage. Und ich habe gekocht und habe dann ein Hühnchen in der Hand gehabt, was leider nicht mehr gut war. Habe es in eine Tüte gesteckt und habe zu Frederik gesagt, bitte bring es mal schnell runter in den Müll, weil es stinkt ja unglaublich im Mülleimer. So ein verwesendes Fleisch. Ah, die Nummer. So. Aber ich war an was anderem dran. Und Fred war gerade heiß auf irgendwas. Er saß am Rechner, hat irgendwas gemacht. Aber ich musste kochen und ich wollte dieses stinkende Hühnchen nicht da haben. Also habe ich es ihm in die Hand gedrückt, habe gesagt, bitte bring runter. Und dann habe ich weitergemacht und 2 Minuten später war das Hühnchen weg und Fred war immer noch da. Und dann habe ich realisiert, der hat es einfach aus dem Fenster geworfen. Gut, aber das ist eine extreme Geschichte. Das ist viele Jahre her. Schnitt. Cut. So, also in anderen Worten, jemand, der nur seine Nase eincremt und regelmäßig am Rest des Körpers verbrennt, trotz Warnung,
Und jemand, der nur einmal im Quartal seine Fingernägel schneidet, der sollte das nicht für meine Kinder machen. Ja, also. Und, aber wichtig ist, du hast andere Talente, die ich auch total schätze. Mhm. Ja, also nenn noch mal ein paar. Zum Beispiel hast du diesen Blog hier gestartet. Mhm. Du machst unglaublich schöne Videos. Du kannst total schön mit der Drohne fliegen und du hast dich in dieses Schnittprogramm eingearbeitet. Mhm, und ihr müsst euch vorstellen, er hat mich auch gefragt. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich hier im Hamsterrad renne und dann fängt er an, irgendwas zu machen und ich finde es scheiße. Sondern er hat mich gefragt, Julia, es wird jeden, ich will Weekly machen und ich will, das wird jeden Samstag in Anspruch nehmen, weil er sitzt jeden Samstag komplett am Schneiden dieses Videos und ich bin alleine mit den Kindern auch am Wochenende, nachdem ich echt eine turbulente Woche hatte. Aber ich habe gesagt, ja, ich will mir das mal anschauen und ich finde es schön. Und schon wieder habe ich das Gefühl, er arbeitet an irgendwas, was für unser Team toll ist und ich arbeite an was, was für unser Team toll ist. Mhm. Und diese, also wie gesagt, diese Verteilung, dass ich alles mache, das passiert, glaube ich, leider ganz oft in vielen Beziehungen, weil immer noch ganz viele Leute davon ausgehen, dass es grundsätzlich die Frau erledigen muss, diese Dinge, die ich da alle erledige. Und das darf man nicht machen, diesen Fehler. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist sozusagen auch ein Bewusstsein und eine gegenseitige Wertschätzung für das, was da auch geleistet wird, right? Ja, also wenn das nicht, genau, wenn das nicht der Fall ist, total wichtig. Mhm. Wenn ich das Gefühl hätte, dass er nicht weiß, was ich mache, oder dass er das irgendwie, ja, dass er das als Nichts oder als Nebensache empfindet, dann würde ich es ihm auch alles wieder hinstellen. Ja. Also ich brauche diese Anerkennung und dieses, ich muss wissen, dass du weißt, was ich eigentlich für uns reiße. Ja. Und wenn ich das weiß, dann kann man das in so einem extremen Setup durchaus, also dann kann ich damit sehr gerne leben. Wobei ich auch immer wieder mich selbst dabei ertappe, dass ich vergesse im Grunde genommen auch immer wieder nachzuempfinden, wie viel das wirklich ist, was du da leistest. Ne? Ja. Weil wenn ich dann mal 2 Stunden auf die Kids aufpasse, dann fühle ich mich schon wie ein Superstar. Und dann würde ich gerne so. Aber wie du sagst, in Wahrheit habe ich dann mal für 2 Stunden einen Teil der Verantwortung übernommen, aber eben nicht die Verantwortung für das gesamte Schiff. Die bleibt bei dir. Und das ist ein Druck, der schon mächtig ist. Ne? Warte, die Junge muss erst klein noch anziehen. Okay, wollt ihr schauen? Is it a bird or what is it? Schaut mal, Mädels. Die Mama. Da ist die Mama drin. Oh. Oh, schau mal. Und ich glaube auch, das führt ja immer wieder zu Konflikt auch bei uns. Mhm. Also genau, wenn du sagst, du unterschätzt es mal wieder, passiert. Zum Beispiel gestern hat er, vorgestern Abend hat er das letzte Brot gegessen im Alleingang. War er gestern, ich habe gearbeitet. Body-Change-konform an der Stelle, kurz erwähnt, Body-Change-konformes Brot. Ich bin gestern um 6 Uhr morgens aufgestanden und habe gearbeitet den ganzen Tag, bis so um 2. Dann kam er mit den Kindern vom Strand zurück und oh Wunder, es war kein Brot da. Und dann habe ich irgendwie meine Kartoffeln gekocht, die ich eigentlich selber essen wollte. Und habe sie denen rausgestellt und habe gesagt, ich möchte bitte auch noch was essen. Und habe so lange den Abwasch gemacht, den er auch nicht gemacht hat morgens. Und dann kam ich raus und die hatten alles aufgegessen. Ey, und dann, ich bin total ausgeflippt, weil das ist dann nicht, also das ist dann too much. Mhm. Ja? Ja. Müssen wir ja nicht reinschneiden, ich wollte nur noch ein bisschen... Nee, das wird auf jeden Fall. Cut. Wollte nur noch ein bisschen drüber reden. Ich hatte... Die Quintessenz von dem, was wir heute besprochen haben, ist, glaube ich, dass es sehr viel Arbeit ist und dass es sehr viel Arbeit gibt an diesem Haus-Familienende, die man nicht unterschätzen sollte, die sich auch nochmal multipliziert, wenn man Kinder hat. Und ich glaube, was man auf jeden Fall tun muss, ist, man muss besprechen, wer möchte das machen. Mhm.
Man darf nicht einfach nur, weil die Frau das in den letzten Jahrhunderten oder dazu gedrängt wurde, das in den letzten Jahrhunderten zu machen, darf man das nicht per se abschieben. Klar, also es gibt ja noch diesen körperlichen Unterschied tatsächlich, dass wir Frauen nur mit die Kinder auf die Welt bringen. Auf die Welt bringen. Der lässt sich auch nicht verändern und das ist ja auch okay, ist ja auch gut so. Aber dann finde ich schon, sollte jeder die freie Entscheidung haben, zu tun, was er tun möchte. Und wenn man sich in einem Team zusammentut, dann ist es nur fair, dass man in diesem Team drüber spricht und zusammen entscheidet, wer welche Position spielt. Ja. Weil sonst ist man kein gutes Team. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, sollte das auch alle Ergebnisse, die von diesem Team erzielt werden, und es ist jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wenn der Mann Erwerbsarbeit macht und die Frau komplett zu Hause ist, dann sind alle beide Ergebnisse dem Team zuzuschreiben. Mhm. Also dann ist es nicht so, dass der Mann seine eigene Karriere verfolgt und nur sein Erfolg das ist sozusagen, sondern es ist dann der Erfolg vom Team. Ja. Und ich glaube, das ist bei uns die Magic, dass wir das auch als Teamerfolg empfinden. Ja. Also redet drüber. Ja, ich glaube, genau, zu kommunizieren und das auch laufend, weil, das haben wir auch gesagt, solche sozusagen Aufgabenteilungen innerhalb eines Teams können sich auch verändern. Ja. Ja. Können sich auch in unserem Leben mal verändern. Können sich auch in unserem Leben mal verändern, ja, total. Wenn es schon plötzlich aus, dass ich ein extrem guter Libero bin und du bist im Sturm besser, naja, oder wie auch immer. Aber die Kinder werden ja älter und all diese Themen, die sie jetzt momentan von mir brauchen, brauchen sie irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Also, vielleicht, ja. Also gibt es alle Möglichkeiten. Und ich, ehrlich gesagt, Julia, freue mich, dass wir das heute mal thematisiert haben. Auch wenn es mir ein bisschen schwer gefallen ist, weil man jetzt auf den ersten Blick denken könnte, dass so wie wir es spielen, es nicht sehr fortschrittlich ist. Aber ist es eigentlich, finden wir. Ja? Weil wir uns dazu abgestimmt haben und glauben, dass das in der Konstellation genauso richtig ist und auch, wie ich finde, richtig gut funktioniert. Ja. Also ich hoffe, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Vielleicht war das zumindest eine Anregung, um mal drüber nachzudenken oder mit eurem Partner drüber zu sprechen. So wie du mit mir immer wieder drüber sprichst, falls ich es mal wieder vergesse. Genau, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, gebt dem Video gerne ein Like, subscribe gerne zu meinem Channel. Und dann sehen wir uns in alter Frische nächsten Sonntag wieder, wahrscheinlich mit einer weiteren Episode hier aus Skiathos, aus Griechenland. Denn Vloggen ist auch ein bisschen Urlaub und Urlaub ist auch ein bisschen Vloggen, oder? Also wir schauen mal. Vielleicht gibt es eine zweite aus Skiathos. Viele Grüße von hier. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao. Everybody tryna go, yeah, the party jumping off, and we putting on a show, tryna catch a vibe.